Moin Moin ihr Glabautermänner, willkommen zur nächsten Folge hier von Skylines, City Skylines. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja so ein kleines bisschen, also im Spiel direkt hatten wir keine Probleme, aber irgendwie ist mir die Aufnahme ja gecrashed, dass wir einen Pixelbrei hatten und den einen oder anderen Bildausfall, der da mit drin war und ja. Ich hoffe, das Problem habe ich jetzt behoben. Ich habe mich da ein bisschen dran gesetzt und ja, wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass das Ganze jetzt geklappt hat. Ich jump hier einfach mal so ein bisschen umher. Wir sehen ja, wir haben hier unseren Zubringer und Wegbringer von unserer Stadt. Die sind ja noch nicht wirklich gut ausgelastet, aber sie gehen die Auslastung. So. Ja, was haben wir diese Woche vor? Wir wollen natürlich gucken, was für Möglichkeiten wir hier drüben auf unserer Partyinsel noch haben, was wir hier drüben noch in Betrieb nehmen können. Wir haben ja hier drüben ein kleines Müllproblem in der Stadt. Das werden wir noch ein bisschen beheben müssen. Wobei, wir müssen jetzt gerade, jetzt jumpen wir hier mal rüber und gucken uns das Ganze hier drüben mal an. Haben wir hier die Müllverbrennungsanlage eine stehen? Okay, ne, hier, Müllverbrennung. Eigentlich ausreichend, aber irgendwie kommt dann noch nicht genug durch. Okay, hier bahnt sich gerade schon wieder dasselbe an, was wir in der letzten Woche schon hatten. Dass die Müllautos nicht rechtzeitig durchkommen. Dadurch, dass dieser Damm, der hier gebaut ist und zur Stromerzeugung mitwirkt, ja, verkehrstechnisch massiv überlastet ist. Das bedeutet, über kurz oder lang, wir werden uns ja irgendwo noch in eine Ecke nehmen. Jetzt gucken wir mal gerade, wenn wir hier können wir uns hier, ja, wir könnten uns diesen Bereich hier drüben dazu kaufen und könnten in diesem Bereich noch ein bisschen, ja, macht das Sinn, uns den dazu kaufen? Ja, das da drüben könnte noch ein bisschen Promenade werden. Wir brauchen auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass wir hier den Damm entlasten. Und das geht ja nur, wenn wir hier drüben kaufen. Jawohl, das machen wir jetzt auch. Diesen Bereich habe ich jetzt einfach mal dazu gekauft. So, jetzt haben wir ein richtig schönes Tee. Und ja, jetzt gucken wir mal. Der Berg hier drüben ist uns. Und als allererstes würde ich direkt hingehen und würde mir hier eine Straße schnappen und die von hier rüber bauen. So. Hier. Genau. Und das Ganze rupp, mit der hier drüben verbinden. Na, warum können wir das nicht? Dann machen wir das Ganze mal. So, zoomen wir mal ein bisschen raus. Das müsste hier aber eigentlich funktionieren. So. Gut. Es scheint funktioniert zu haben. So, damit haben wir diesen Damm hier jetzt eigentlich theoretisch stark entlastet mit der Straße. Gut, es wird einen Moment dauern, bis die Autos ihren Weg hier drüben finden, aber ja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. So, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir hier natürlich auf jeden Fall ein bisschen mehr Industrie ansiedeln, weil da wir ja drüben die schöne Insel haben, wo die Leute drauf wohnen sollen, wo die sich auch wohlfühlen sollen, ja, dazu möchte ich halt dann hier drüben hingehen und möchte dieses Feld als Hardcore-Industriefeld ausbauen. So, um das Ganze machen zu können, ja, habe ich wie gesagt jetzt hier gerade schon gestartet und den Damm entlastet. Wir werden hier drüben natürlich, damit die Fahrtzeit sehr gering ist, werde ich jetzt hier hingehen und das Ganze hier noch ein bisschen weiterführen. So. Und hier vorne an die Ecke kommt gleich noch eine Müllverbrennungsanlage. Die will ich direkt hier haben. Da eine. Und die hier drüben, die ziehen wir jetzt ab. Die da. Die will ich, dass die da wegkommt. Weil sie uns da drüben eigentlich nichts bringt. Deswegen kommt auch diese Müllverbrennungsanlage hier an die Straße. So, wir sehen schon, wir haben da ein Wasserproblem. Gut, war abzuwarten, abzusehen, dass dieses Wasserproblem hier entsteht.
Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder so hier rüber gehen müssen. Und das Ganze, na, wo kriegen wir es denn angeschlossen? So, hier, jawohl. Wo haben wir jetzt hier? Da haben wir ihn gelegt. Dann müssen wir das Ganze hier rüberlegen. So, damit ist eigentlich das Wasserproblem hier behoben. Nee, noch nicht. Warum nicht? Doch, jetzt ist es behoben. Gut, damit ist die Müllabfuhr hier so ein bisschen ausgesiedelt und nutzt auch diese große Brücke, um rüber in die Stadt zu kommen. Hat jetzt hier natürlich eine wesentlich bessere Anbindung. So, hier drüben steigen Totenköpfe auf. Was haben wir denn da? Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Das heißt auch der Bereich des Krematoriums, was wir ja auch hier oben irgendwo reingebaut hatten. Ich glaube, nee, das ist nicht das Krematorium. Auch die haben natürlich das Problem, dass hier vorne etwas zu viel Stau ist. Da wollen wir jetzt mal gucken. Krematorium. Worunter konnte ich denn das bauen? Da kann ich das bauen. So, dann schnappen wir uns jetzt hier einfach mal einen großen Frieden. Nee, Quatsch. Krematorium bauen wir auch hier. Das ist jetzt schon ein bisschen arg makaber, aber ja, es muss. So, hier vorne kommt das nächste Krematorium hin, die uns dann natürlich helfen, die Leichen aus der Stadt abzutransportieren. Jetzt ist natürlich die große Frage, krematoriumsmäßig, wie sieht's aus? Gesundheit ist verfügbar. Friedhofsauslastung liegt bei 29%. Also eigentlich müsste eigentlich hier alles passen. Jawohl, da fahren die Leichenwagen auch raus. 1, 2, 3, 4. 4 Stück sind es jetzt schon. 5. Was haben die denn für eine Auslastung? Verstorbene aufbewahren. 105 Verstorbenen. Verstorbene letzte, bla bla. 7 Wagen hat ein Krematorium. Das heißt, wir haben jetzt das Krematorium hier drüben. Das hole ich dann jetzt natürlich auch hier aus dem Bereich raus. Und das packen wir dann hier drüben auch daneben, damit wir diese Krematorien auch beieinander haben. So, genau. Dann können die nämlich das alle anfahren. Die Müllautos sitzen hier direkt vorne an der Straße. Das heißt, da dürfte es auch kein direktes Staupotenzial geben. Und ja, wir gehen mit einer etwas schmäleren Straße. Ja, okay, jetzt sehen wir hier schon ein Problem. Wir haben hier ein bisschen doof gebaut. Das heißt, die Müllanlage muss hier rüber. Und dann gehen wir, hier einfach nochmal mit einer großen Straße. Gehen wir jetzt einfach mal hier auf den Berg drauf. So. So, hat das jetzt geklappt? Oh, das ist sogar zu einer Brücke geworden, die hoch auf den Berg geht. Und ich will das jetzt einfach ausprobieren, weil ich so einen Berg jetzt noch nicht gespielt habe. Wenn ich jetzt hier oben... Glückwunsch, jawohl, 28.000 Einwohner. Wir haben die nächste Freifläche dazu bekommen. Und Schiffe haben wir jetzt dazu bekommen. So. So, hier ist das Gefälle. Okay. Also das Problem ist, wir kommen hier, so wie es aussieht, vom Berg gar nicht mehr runter. So, das ist dann die sogenannte Bergstraße. So. Die wollte ich jetzt einfach nur machen, weil ich einfach Spaß daran habe. Mehr hat das damit nichts zu tun. So, und hier drüben siedeln wir natürlich jetzt weiter Industriefläche an. Liebe Industrie, bitte siedelt euch hier an und schafft Arbeitsplätze und vor allem generiert Kohle für uns. So, eigentlich wäre dieser Berg ja hier noch ideal, um hier oben wirklich ein bisschen was anderes anzusiedeln, wie Gewerbegebiet macht jetzt keinen Sinn. Aber das probieren wir jetzt mal. Wir bauen jetzt hier oben. Bauen wir uns jetzt nochmal normale Häuser. Mal gucken, vielleicht siedelt sich ja hier oben irgendwas an. Ich glaube es zwar nicht wirklich, weil der Platz hier oben doch alles sehr, sehr eng ist. Aber was noch nicht ist, kann ja immer noch werden. So, von dem Knotenpunkt aus geht es natürlich auch hier hoch auf den Berg. Und auch der Berg wird
jetzt richtig schön mit Wasser versorgt. So. Damit ist der Berg hier auch gemacht. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie gehen wir denn jetzt weiter? Was müssen wir denn jetzt hier machen? Wo ist denn noch ein Problem bei uns in der Stadt? Wir haben immer noch das Problem, dass wir zu viele Leichen in der Stadt haben. Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Hier ist er gerade abgeholt worden. Natürlich, weil wir das Krematorium jetzt hier außer Betrieb genommen haben. Okay, wir haben allgemein ein Totenproblem. So, wenn wir jetzt mal rübergehen in die alte Stadt. Auch hier in der alten Stadt ist sehr viele Leichen, die hier rumliegen. Das ist heftig. Also, gut, hier drüben lassen wir die Leichen mal liegen. Die Stadt lasse ich im Moment so ein bisschen mit Absicht, kaputt gehen, würde ich es jetzt nicht sagen. Aber, so, Krematorium, dann setzen wir uns hier noch eins hin. So, da sind die ganzen, sind die hier alle glücklich. Und wir holen uns noch ein Krematorium. Wo ist es? Wo war es? Da, Gesundheitswesen. Noch ein Krematorium hier vorne. Da hinten. So, auch hier noch ein Krematorium aufgebaut. Damit dürften wir jetzt eigentlich hier wirklich keine Probleme mehr haben, was unsere Leichen angeht. Also das dürfte sich jetzt in der nächsten Zeit, denke ich mal, so ein bisschen beheben. So, wir gucken mal, wie diese hier ausrücken, die Leichenwagen. Dann gehen wir mal ein bisschen genauer drauf. So, da gucken wir uns, da rückt der Leichenwagen aus. Und ja, Krematorium gebaut. Ah, die Optik ist einfach geil. Es macht einfach Spaß, dieses Spiel. So, zum Abschluss dieser Folge gehen wir nochmal ganz kurz rein und gucken uns mal die Verkehrslage an. Jawohl, hier auf dem Damm hat sie sich ein bisschen beruhigt, die Verkehrslage. Dafür haben wir natürlich hier immer noch ein bisschen Stress. Aber den nehme ich in Kauf. Der Rückstau ist akzeptabel. Da ist noch nicht so die Welt, die da... Hier haben wir ein Haus, was wir schnell noch wegreißen müssen. So, zack, weg. Und ja, das Leichenproblem haben wir ja hoffentlich jetzt in dieser Folge erledigt. Gut, das hier ist natürlich das Zubringerproblem drüben aus der Stadt. Wobei das auch noch sehr umgänglich aussieht. Also das ist noch... Ja gut, hier vorne knallt es ein bisschen. Ja, aber das ist... Ja, mein Gott... Sehe ich jetzt auch noch nicht so als Mega-Problem. Hier, da ist eher so, dass sich da alles so einreiht. Hier drüben die Hauptstraßen sind... Hier ist, obwohl wir hier schon hingegangen sind und haben hier draußen eine Einbahnstraße gemacht, ne? Dass man hier nur in eine Richtung in diese Stadt hier hinten rein... Oh. Das, ja, vielleicht sollten wir uns doch in der nächsten Folge... oder wie viel Zeit habe ich denn noch? Ah, ich habe noch 2 Minuten Zeit. Dann beschäftige ich mich doch jetzt in diesen 2 Minuten und gebe einfach noch ein bisschen Krematoriumsgeld aus. Indem ich das hier einfach noch ein bisschen hinbaue. Wo bauen wir noch eins? Eins können wir noch. Das setzen wir hier. Haben wir hier irgendwo noch einen Bauplatz? Ja, komm, hier hin. So. Jetzt auch hier. Ich hoffe, genug Krematorien gebaut, dass wir... auch das Totenproblem in dieser Großstadt in den Griff bekommen. Also hier ist ja wirklich, hier liegt einiges an. Puh, ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Das kostet natürlich Geld ohne Ende. So, unser großer Windpark. Hier rum. Jetzt wollen wir hoffen, dass die das jetzt endlich in den Griff kriegen. Also ich werde hoffen, dass es in der nächsten Woche klappt. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier bei der Folge 16 und ja, wir wollen dann einfach in der nächsten Folge mal gucken, wie es drüben weitergeht, wie wir unser Industriegebiet weiter ausbauen können. Bis dahin, euer Captain ist raus, macht schön gut, ciao, ciao. Yeah.